Trickshot-Tutorial. Heute geht es mal um den Double Cockback bzw. Double Pump. Ich wollte eigentlich ein interessantes oder wirklich spannendes Trickshot-Tutorial machen mit einem neuen Shot oder so, den noch nicht viele kennen. Aber ich habe einfach mal auf YouTube geschaut. So die letzten paar Wochen und Monate durchgeschaut, was da Neues an neuen Trickshot-Tutorials kam, und es kam nichts Besonderes außer diesem, ich glaube, wie ist der Fade to Black, wo man ein Geschütz am Boden hat und dann kann man in das Geschütz kurz rein. Also der Bildschirm wird kurz schwarz mit einem kleinen Glitch, aber das wurde entweder gepatcht oder es geht an der PS3 nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe es voll probiert, das geht nicht. Deswegen fällt dieser Shot wohl aus. Und sonst gab es auch nichts wirklich Spannendes. Deswegen dachte ich mir, ich mache den Double Cockback oder Double Pump für die nicht wissen, wie der geht. Weil der eigentlich echt wirklich schön ist. Und gut aussieht. Ja. Ich fange mal an mit dem Double Cockback. Also beide Tricks sind eigentlich genau das gleiche. Ihr braucht nur bei dem einen, also bei dem Double Cockback, braucht ihr die Ballista oder die DSR. Wobei es mit der Ballista schöner aussieht. Und ihr braucht knickige Hände, weil ohne knickige Hände geht es, also ist fast nicht möglich. Dann müsst ihr Trickshotten, und beim Double Pump braucht ihr entweder die Remington, diese Waffe, wie ihr hier seht, als Zweitwaffe, das ist die Remington, oder die KSG. Aber da finde ich auch, dass die Shot mit der Remington einiges schöner aus, mit der KSG nicht so. Guck, ich eine KSG dabei habe. Ja, ich habe sogar eine KSG, kann ich Ihnen zeigen, aber KSG schaut nicht so schön aus. Was müsst ihr beim Double Cockback bzw. Double Pump machen? Ihr müsst einen Schuss aus eurer DSR Ballista KSG Remington schießen. Das mache ich einfach mal, und dann wechselt die Waffe, also das ist nur zum Zeigen. So, und wenn ihr jetzt mit der Waffe, aus der ihr einen Schuss rausgeschossen habt, bevor ihr diese Cockback-Animation macht, die ihr hier seht, bevor diese ganz vollzogen ist, damit ihr wieder schießen könnt, müsst ihr Double Tappen. Und so wird diese Cockback-Animation immer wieder wiederholt. Und damit kann man halt Trickshotten. Ich kann ja mal zeigen, wie das mit der DSR aussieht. Schaut ein bisschen komisch aus mit der DSR. Das halt, man sieht eben nicht mal, dass er damit Cockback macht. Mit der Ballista sieht man es eben ganz gut. Hier nicht. Jetzt kann ich eben noch zeigen, wie das bei Shotguns aussieht. Oder auch wie man damit Trickshotten kann. Ich kann mal kurz, bevor ich jetzt hier Waffe wechsle, weil jetzt hier Klasse wechsle, kann ich kurz zeigen, was man machen kann. So, zum Beispiel, das war's. Knife ist Insta-Swap zur Waffe, mit der geschossen wurde, und dann ein Double Tap Button. Insta-Swap zurück. Mit der Remington sieht das Ganze so aus. Ich zeig's mal. Das finde ich eigentlich am coolsten. Das ist der Double Pump. Und mit der KSG, Moment. Mit der KSG sieht das ein bisschen anders aus, aber auch noch eigentlich relativ cool. Okay, das war nichts, egal. Mit der KSG sieht das Ganze so aus. Bei der KSG finde ich halt in der Killcam sieht es komisch aus, weil die Waffe so den Bildschirm verlässt kurz, wie ihr eben oben in der Ecke seht, oben rechts. Es ist so kurz den Bildschirm verlässt und ziemlich senkrecht dann so im Bild ist. Das finde ich, schaut ein bisschen unschön aus. Ja, wie kann man damit Trickshotten? Ich hoffe, ihr habt verstanden, wie es funktioniert. Es ist halt eigentlich nichts Schweres, einfach nur ein Double Tap mit der Waffe, mit einer Pumpgun oder einer Cockback Sniper, mit der einmal geschossen wurde. Am liebsten trickshot ich mit der auf 1080. Und zwar mache ich einen Insta-Swap am Boden und halt während dem Abspringen. Okay, das habe ich gefailt. Sich ist es teilweise ziemlich schwer, nach dem Double Pump, Double Cockback zu Insta-Swappen, weil man ja gerade einen Double Tap macht, und danach davor zu Insta-Swappen kann teilweise ein bisschen komisch sein. Also am liebsten mache ich den so, was nämlich am Boden Insta-Swappe, einen Abspringen, Double Tap und dann Waffe wechsel. Es ist ein 1080, man kann es auch 720, aber da macht man in der Luft nicht mehr viel. Macht nur hier am Boden Insta-Swap, Double Tap und dann springt man ab. Oh, voll, das war extrem gutes Timing, man hat es gesehen. Ich mache das gerne mit dem Groundspin. Wenn ich timen, tut mir leid, aber man sieht, wie es aussehen sollte. Gucken, ob ich jetzt timen kann. Also, ja, ein bisschen besser vielleicht. Also, das ist der. Warte mal, ich wechsle nochmal Klasse zur Ballista. Und dann
Zeige ich das hier auch nochmal. Also man könnte auch zum Beispiel so schießen, Shock Charge, Cancel, dann Double Tap machen oder sowas. Man kann das auch eben so am Boden noch. Dann ist es ein... Alter, ich habe gerade kein Timing. Dann ist es ein 720. Oder man kann es auch 14-14 eben, wie ich da hinten beim Sui gezeigt habe. Aber das hat hier keinen Sinn. Da ist man nur am... will man sagen... am Grounden, ja, genau. Ja, failen ist immer gut. Ja, aber das war's eigentlich. Also, ich habe noch gestern, oder wann das war, ich glaube, es war gestern, was Cooles rausgefunden. Und zwar, also, das werden wahrscheinlich viele schon wissen. Und zwar, wenn man in der Waffe die... Also, die nachladen müsste, also wie hier zum Beispiel gerade, oder halt Cockback machen müsste, wenn man mit der Nachladen drückt und dann sofort einen Double Tap macht, dann macht er die Cockback-Animation. Also, ich zeige mal hier. Das kann man eigentlich gut im TikTok verwenden, indem man halt so. Okay, das war schon zu spät. Man muss nur sofort, nachdem man nachladen drückt, Double Tap machen. So könnte man das sehen, genau. Das ist eigentlich ganz cool, das ist nur so am Rande, nebenbei. Das ist ein kleines Feature. Aber also am liebsten mache ich mit dem Shot 1080, indem ich Ground Spin, Double Tap und dann Infraswap. Und ich kann nicht timen gerade. Wenn ich mich so entstelle, dürfte es besser funktionieren. Nee, auch nicht. Aber egal. Ihr wisst, was ich meine. Man kann es eben, wie gesagt, auf 720, aber da macht man in der Luft nicht mehr viel, außer vielleicht den zweiten Cockback. Und ist ein sehr cooler Shot, wenn man den Teil nicht und online trifft, dann schaut das kreativ aus. Oder wenn man Trickshot, könnt ihr jetzt auch gut aussehen, was ich natürlich nicht kann. Haha. Naja, das war's. Und ja, ich denke mal, ich werde noch ein paar Killcams machen. Ich weiß nicht, ob ich viel habe, weil ich mache das gerade an einem Sonntagabend. Morgen habe ich Schule und... Ich will es eigentlich über Nacht hochladen. Und wenn ich es bald aufgehen muss, dann werde ich nicht mehr viele Probe. Beispiel Killcams haben. Wo ist meine Schockladung? Die fällt hier irgendwo. Weiß nicht, wo sie ist. Egal. Ich mache noch ein paar Beispiele. Man kann auch einen Reverse Groundspin machen, was ich gerade machen wollte. Ja, und dann. Teilweise schafft man Insta-Sub danach nicht, ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist einfach so. Ja, jetzt habe ich einen Double gemacht. Ein Triple Cockback war das gerade, aber habe ich nicht geplant. Man kann auch so machen. Das sieht auch ganz cool aus, wenn man halt den Schuss cancelt mit einer Schockladung und dann den Double Tap macht. Ja, das war es ungefähr so, wie ich das wollte. Man kann dann auch um einiges langsamer machen, den Double Tap, also man kann auch so. Und dann ground ich den halt hier, was ein bisschen mehr als ein 1080 ist. Ja, so ist das. Wie gesagt, wenn man das mit der DSR macht, sieht das extrem komisch aus. Der wäre sogar einigermaßen richtig getimed gewesen, aber... Und natürlich nicht treffen. Ich rede schon wieder viel zu viel eigentlich, aber ist egal. Komm, jetzt mache ich Cookies. Und fail natürlich. Naja, das war's dann jetzt mit dem Video und ich hoffe, ich habe noch ein paar Killcams. Und danke fürs Zuschauen. Ich werde jetzt bald die 1K knacken. Also 1K Abonnenten. Danke dafür schon mal im Voraus. Das wird in den nächsten Tagen passieren. Und ja, ich versuche dafür ein paar kleine Specials aufzunehmen und so. Und alles, was in meiner Macht liegt, das wäre echt cool, wenn ich dafür ein bisschen was hochladen könnte. Aber ich will jetzt gerade was treffen. Es wäre so schön, wenn ich hier noch was treffen könnte. Dann hätte ich schon mal eine Killcam wenigstens. Aber es passiert gerade nicht so. Ja, komm, der war drauf. Treff dich jetzt schnell. Ich muss jetzt noch reden, bis ich es treffe. Das müsste ich jetzt noch leider geben. Ja, okay. Ich lasse es, glaube ich, vielleicht auch lieber. Gut, dann war's das. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr es bis zum Ende ausgehalten habt, dann nochmal danke. Und, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da und
und einen Daumen. Und wenn ihr noch andere Ideen und Ratschläge habt, was ich machen könnte, dann könnt ihr mir auch das in die Kommentare schreiben. Wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, dann gebt mir doch ein Abo und dann sehen wir uns im nächsten Video.